Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap. Wir befinden uns gerade wieder in Hyrule. Wir waren schon in der Welt von Tabanta, aber dort konnten wir nicht weiter. Deshalb, ja, suchen wir erstmal einen Weg. Was haben wir denn? Einmal das, einmal so. Okay. So. Gut, jetzt müssen wir einmal mit Hatschale Febraim hier Fragment feilen. Ich hoffe, das ist das Richtige. Nein, es ist nicht. Es ist nicht das Richtige. Es macht aber nichts. Hier beim Bürgermeister müssen wir nochmal Fragmente feilen. Was für ein nutzloser Kauz! In diesem Zimmer stimmt etwas nicht. Das Loch im Garten dient als Zuflucht, aber sie ist nicht für mich alleine gemacht. Das darfst du nicht falsch verstehen. Aha. Na, was für ein Loch? Achso, das hier. Ja. Ja, was haben wir denn hier drin? Ein rotes Glücksfragment. Und genau dieses Glücksfragment will der Bürgermeister Hager, so heißt er, auch haben. Welch Zufall. Achso, das hatte ich ja sowieso. Die beiden Fragmente passen perfekt. So, was passiert? Auf der Longlong Farm passiert etwas. Jo. Sie passen perfekt zusammen. Ich denke, jetzt passiert etwas Gutes. Richtig. So, aber es gibt noch eine Person, die kontinuierlich mit uns Fragmente feilen will. Und zwar... ihr werdet nicht drauf kommen. Okay, vielleicht doch. Es ist unser Onkel. Er möchte auch Fragmente feilen. Ach, komm schon. Ah, ein grünes. Das ist natürlich wunderbar. Noch ein grünes. Das ist noch wunderbarer. So. Noch ein grünes. Das ist hervorragend. Noch ein grünes. Macht so weiter. Dann brauche ich das vielleicht doch nicht. Na, finde ich jetzt noch eins. Ich finde zwar grünes, aber das sind diesmal nur Rubine. Gut. Aber das war jetzt schon richtig Fülle. Gefällt mir. So. Das ist also dein Zuhause. Dein Haus. Ein prächtiges Zuhause hast du. Und wo ist dein Zimmer? Na, hier oben. Ah, das ist also dein Zimmer, ja? Ab jetzt, also auch mein Zimmer. Hey, bist du nicht müde? Willst du dich ein bisschen ausruhen? Nee. Bist du sicher? Die Kinder von heute werden wohl nie müde. Und ich bin gerädert, obwohl ich bloß den ganzen Tag auf deinem Kopf sitze. Ja, wir könnten uns jetzt in meinem Bett ausruhen und dann wäre unsere Herzanzeige wieder voll, aber pff, wozu? So. Ach, das Rote habe ich nicht. Okay, er will ein Rotes. Er will... Okay, gut. Gut, muss ich mir vormerken. Vielleicht ist es ja auch in der Truhe drin. Ich weiß es nicht. So. Gut, dann schauen wir nochmal. So. Ah. Und kennt ihr den da oben? Das ist Tingle. Mit ihm und seine Brüder können wir ebenfalls Fragmente vereinen.
Okay, 200 mysteriöse Muscheln habe ich bekommen. Hm. Naja. Ist auch nicht schlecht. Davon mal abgesehen, aber... Naja, was soll's. Gut, gehen wir mal zu Tingle. So, und hoch damit. Ja, auch er möchte Fragmente vereinen. Und zwar so eins. Das habe ich zufälligerweise einmal. Kann aber auch passieren, dass eine Person mehrmals Fragmente vereinen will. Das kann auch passieren. Aber erstmal müssen wir jeden Tingle-Bruder einmal finden. Und Fragmente vereinen natürlich. Dann bekommen wir etwas Seltenes. Einen seltenen Gegenstand. Von dem wird auch in einer Magnusfibel berichtet. Den ersten Band können wir uns jetzt auch schon holen. Was ist erstmal hier drin wieder? Ah, der möchte nochmal. Habe ich. So. Und, was passiert? Das ist bei Tyloriawald, beim Eingang zum Minischdorf. Richtig. So, willst du was? Nein. Willst du was? Auch nicht. Willst du was? Erst recht nicht. So. Du willst bestimmt nicht. Du möchtest nicht, du möchtest nicht. Ist hier schon offen? Nein, auch noch nicht. Gut, dann müssen wir erstmal hier reingehen. Ah. Na, was soll das denn? Jetzt ist er eingeschlafen. Oh Mann. Na, mal sehen, wie es auf seiner Werkbank aussieht. Oh, hier leben ja auch Minisch. Wie er da so liegt. Ah, du bist du vielleicht Link? Der Mensch, für den Melter das Schwert überarbeitet hat? Du bestreitest Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? Toll siehst du aus. Ich würde auch gerne Abenteuer bestehen. Aber ich muss Schlumm bei der Arbeit helfen. Du brauchst Pegasus-Stiefel. Das trifft sich gut. Ich habe gerade ein paar fertig gemacht, als Schlumm schlief. Aber Schlumm muss den Schuhen noch den letzten Schliff geben. Wenn Schlafmütze Schlumm erst einmal eingeschlafen ist, wacht er nicht mehr auf. Willst du ihn aufwecken? Solltest du mal zum Laden der Hexe Sirup gehen. Der Laden ist auf der Karte markiert. Vielen Dank. Um dorthin zu kommen, brauchen wir einen Weg über die Long Long Farm. Ja, jetzt hör auf zu schlafen, du Schuhmacher. So. Oh Mann, ey. So. Willst du? Nee. Hier wollte ich hin. Guten Tag. Hier kann man die Magnus-Schwertfibel von Meister Magnus bestellen. Viele wertvolle Tipps für Abenteurer zum Sonderpreis von nur 200. Ja, es müsste bald da sein. Ist es schon da? Ja, dann könnte ich mir, wenn ich nochmal 200 hätte, könnte ich mir gleich den nächsten Band bestellen, aber ich habe gerade nicht so viel. Und die Bänder lesen, das werde ich auch erst noch machen. So gehen Ende. So, Long Long Farm. Du, was soll das denn? So. Ach herrje, wir wollten doch in die Stadt Long Long Milch verkaufen. Die Tür ist zu und der Schlüssel weg. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. Sehr schön. Na dann holen wir den im Haus. Wir können uns ja verkleinern. Und ihr seht uns nicht, ihr seht uns nicht. Tralalalala. So. Na dann. Nusche. Und Rubine. Und der Schlüssel zur Long Long Farm. Bitte schön, jetzt wieder klein machen, hier raus, wieder zu dem Baumstumpf da hinten, wieder groß werden lassen. Und jetzt können wir dir den Schlüssel geben.
Oh, wahrhaftig, der Schlüssel zur Farm. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast, aber egal, vielen Dank. Bitte sag uns deinen Namen. Link? Aha, ein guter Name. Wenn du zum Hyliasee willst, kannst du gerne durch unser Haus gehen. Vielen Dank, Link. Komm bald mal wieder vorbei. Oh, ja, das werde ich. Ich möchte sowieso auf die andere Seite. Ich möchte zum Haus der Hexe Sirup. Uiuiuiui. So, von der Kuh können wir auch als Mensch irgendwie Milch zapfen. So, dann haben wir hier was freigelegt. Eine große Kiste mit große Geldbörse erhalten. Jetzt kannst du mehr Rubine tragen. Und wir haben die letzte Geldbörse auch schon. Ja, das heißt, wir können jetzt 999 Rubine mit uns rumtragen. Ist das nicht schön? Wie ruhig es hier ist. Und die Kühe sehen wohl genährt aus. Ja. Da hast du nicht ganz unrecht. Und ein grünes Glücksfragment. Sehr schön. Ist hier die Hexe? Hier ist Hyliasee. So. Genau, das können wir jetzt auch machen. Das heißt, wenn wir das nächste Mal wieder hier hinkommen. Hier ist sowieso ein Windmal. Okay, aber wir müssen über das Wasser. So. Hier eine Abkürzung mal wieder schaffen. Und hoch mit uns. So, da drüber könnten wir noch. Aber jetzt möchte ich erstmal. So. So. Erstmal alles jäten. So. Rubine, Force. So. Jetzt geht's übers Wasser. Und abbrechen. So. Jetzt kommen wir hier zum Hyliasee. Und zum Tyloriawald. Das müsste jetzt genau die andere Seite sein. Was war hier oben? So. Ah, hier ist schon das Hexenhäuschen. So. Ah, ein grünes Glücksfragment. Sehr schön. Ja, dann geht's hier rein. Ah, mein Kind, eine gute Wahl. Diesen Artikel gibt es nur jetzt. Damit wachst du auf der Stelle auf. Einmal riechen und du bist hellwach für 60 Rubine. Habe ich nicht. Schade aber auch. Müssen wir noch ein bisschen Unkraut jäten. So, noch ein Glücksfragment. So. Gut, jetzt haben wir so viel, wie wir brauchen. Sogar noch mehr. Jetzt können wir uns den Backpilz auch kaufen. So. Ja, bitte. Ein guter Einkauf. Großmütterchens blaues Elixier ist auch zu empfehlen. Ja, kann ich mir vorstellen. So, Bomben brauche ich jetzt keiner. Rubine sind immer gut. Obwohl, da kriegen wir später auch noch mehr als genug. So. Octorok. Wir holen uns jetzt erstmal was anderes. Nämlich das Herzteil hier hinten.
Herze erhalten. 4 Herzteile ergeben einen Herzcontainer. Das müsste jetzt wieder das erste sein. Genau. Wir haben ja schon einige gesammelt. Und ja. So, mysteriöse Muscheln sind auch immer gut. So, Long Long Farm wieder. Und hier auch nochmal eine Abkürzung schaffen. So. Gut, da geht's zu einem Gronen. Brauche ich jetzt aber noch nicht hin. So, gehen wir erstmal zurück nach Hyrule. Oh, du möchtest fein. Bitteschön, habe ich doch. Helmut. Na dann, Helmut. Was ist es? Was bringst du uns für ein Glück? Oh. Eine goldene Schlange beim östlichen Hügel. Ah ja. Diese geben uns dann ziemlich viele Geld. Falls wir mal welches benötigen. Vormerken auf jeden Fall. So, ich sage mal, für diesen Part war's das. Ich werde jetzt noch ein paar Figuren für unsere Kollektion holen. Und im nächsten Part wird's dann mit der Story auch weitergehen. Bis dann. Ciao, ciao, sagt Ronissimo.